Viele Menschen gehen bei schönem Wetter in den Zoo. Außer ich. Ich biege im Internet zu oft ab und stoße auf Videos des Kölner Zoos und anderer Zooliebhaber. Doch keins der Tiere sieht wirklich glücklich aus. Da fragt man sich schnell, ist es nicht eigentlich völliger Blödsinn, wilde Tiere einfach nur einzusperren, damit die Menschen daran Spaß haben können? Das sehen die Zoos natürlich ganz, ganz anders. Und da wurde ich neugierig und habe mal angefangen zu recherchieren. Deshalb werde ich in diesem Video die Lügen der Zoos mal aufdecken und euch zeigen, warum solche Aussagen, wenn es keine Zoos gäbe, dann wäre jetzt die Zeit, die zu erfinden, nicht zu klug sind. Also, 82% der Deutschen sind von Zoos überzeugt. Wir versuchen das heute zu drücken. Los geht's. Starten wir doch gleich mal mit den Aufgaben moderner Zoos, beziehungsweise mit den vier Säulen. Zoos haben sich zu modernen Naturschutzzentren entwickelt, die sich vier große Aufgaben gesetzt haben. Sie selbst nennen das die vier Säulen der Zoos: Erholung, Bildung, Forschung und Artenschutz. Erholung, Bildung, Forschung und Artenschutz. Das sind also die Aufgaben moderner Zoos. Doch schauen wir dort erstmal etwas genauer hin. Die Erholung lässt sich eigentlich ziemlich schnell abhaken, denn hier geht es lediglich um die Erholung der Menschen. Zu dieser Aufgabe schreibt der Zoo Osnabrück beispielsweise Folgendes. Der Zoo Osnabrück misst eine Fläche von 23,5 Hektar und ist in einem Buchenwald gelegen. Da wird der Zoobesuch zum Waldspaziergang. Ja, der Zoo liegt aber auch in der Nähe eines Autobahnkreuzes. Außerdem wäre es nicht eigentlich sinnvoller, durch die 11,4 Millionen Hektar echten Wald zu gehen, den wir hier in Deutschland haben, und sich dort zu erholen? Aber da müsste man ja raus aus der Stadt und praktischerweise liegen die Zoos immer nahe des Zentrums. Exotische wilde Tiere werden also nahe der Innenstadt gehalten. Dann müssen die 19 Millionen jährlichen Besucher nicht so weit gehen, um ganz, ganz viel über die wilden Tiere und ihren Lebensraum zu lernen. Und das ist nämlich die zweite Säule: Bildung. Aber lernen dort Kinder wirklich was? Hier mal ein kleines Video. Hier links könnt ihr ein paar Infotafeln sehen, vor denen wirklich eine Menge, Menge Leute stehen. Und jetzt schaut euch diese lernenden Kinder an. Der eine, der ist sogar so konzentriert beim Lernen, dass er sogar seine Arme verschränken muss. Natürlich lernen diese beiden Jungs in dem Video nicht wirklich viel über die Fische in diesem Glaskasten. Ein Beitrag im Wissenschaftsjournal Conservation Biology legt diese Vermutung auch nahe. Denn in einer Studie wurde der Lerneffekt bei Schülern vor und nach einem Zoobesuch getestet. Als Ergebnis zeigten 62% der Schüler nach dem Zoobesuch keine positive Änderung ihres Wissens über die Tiere dort. Die Tendenz ging sogar eher ins Negative, was ja auch eigentlich logisch ist, denn so ein Eisbär lebt eigentlich auf dem Eis und hat einen Lebensraum von bis zu 250.000 Quadratmetern. Im Zoo lebt er halt auf Beton. Außerdem werden Kinder durch diese Art und Weise garantiert nicht zum Artenschutz inspiriert, denn sie bekommen ein völlig falsches Bild von der Realität vermittelt. Noch dazu kommt, dass es in Deutschland alleine 48.000 Tierarten gibt, die theoretisch jeder in den Wäldern sehen kann und so auch was lernen kann. Die Direktorin der britischen Tierrechtsorganisation Captive Animals Protection Society fasst die Bildung in Zoos ziemlich gut zusammen. Zoos tragen weder zur Bildung noch zu sonstiger Förderung bei Kindern bei, noch inspirieren sie Kinder, Naturschützer zu werden. Erholen können sich die Menschen also auch außerhalb der Zoos und dort lernen sie sogar mehr als im Zoo selbst. Doch in Zoos, dort wird auch, dritte Säule, Forschung betrieben. Die KuratorInnen entwickeln den Zoo zusammen mit den PflegerInnen ständig weiter und veröffentlichen neue Erkenntnisse über die Tierhaltung in entsprechenden Fachzeitschriften. Es wird also daran geforscht, wie es den Tieren in Zoos maximal gut geht und wie sie artgerecht gehalten werden können. Mensch, da muss aber noch eine ganz schöne Menge geforscht werden. Die Zoos von heute sind so gebaut, dass sie möglichst naturnah und artgerecht wirken. Allerdings nur für die Besucher. Doch laut Zoobefürwortern geht es den Tieren in den Gehegen auch gut. Das Leben im Zoo bedeutet für die Tiere eine gesicherte Umgebung, wo sie bestens versorgt sind. Ach wirklich? Und wie legen die Elefanten ihre täglichen 25 Kilometer Laufen zurück?
Und woran erkennt man denn überhaupt, dass es einem Tier im Zoo gut geht? Es ist doch ein kleiner Indikator, beispielsweise, wenn die Tiere sich vermehren, wenn sie keine Schwierigkeiten haben, ihre Jungen aufzuziehen. Tieren geht es also gut, wenn sie sich fortpflanzen. Das würde im Umkehrschluss ja auch bedeuten, dass es den Menschen in den Slums auch gut geht, denn wir bekommen ja auch Kinder. Ich glaube, ihr merkt, wie viel Aussagekraft dieses Argument hat. Fortpflanzung ist genauso wenig ein Anzeichen, dass es einem Tier gut geht, wie dass es in Zoos ja länger lebt. Das ist tatsächlich der Fall, denn 80% der Tierarten in Zoos leben tatsächlich länger als in der freien Wildnis. Doch wie leben sie in Zoos? Eine Studie untersuchte mal die Tierhaltung in deutschen Zoos und es stellte sich heraus, dass in 87% der Gehege Verhaltens- und Beschäftigungsmaterial fehlt. Die Tiere langweilen sich also und können ihren natürlichen Verhaltensweisen in Zoos nicht nachgehen, wie auch in Berlin-Mitte. Deshalb weisen viele der Tiere extreme Verhaltensstörungen auf. Sogenannte Stereotypien, also sich immer wieder wiederholende Verhaltensmuster. Tiere laufen stundenlang im Kreis, Fische schwimmen zwanghaft im Becken auf und ab. Einzelfälle? Nein, das betrifft 72-85% der Elefanten und 82% der Raubtiere, die in Zoos gehalten werden, weisen genau solche Verhaltensstörungen auf. Auch Menschenaffen zeigen in Zoos oft abnormales Verhalten, wie beispielsweise Selbstverstümmelung, Selbstverletzung, zwanghafte Bewegung oder eben, dass sie ihr eigenes Erbrochenes immer und immer wieder essen. Wir reden übrigens hier um ein Tier, das zu 98% dieselbe Genetik aufweist wie wir Menschen. Diese Tiere fühlen also genau das, was wir auch fühlen würden, wenn wir in ein Gehege eingesperrt werden, Kinder von draußen an die Scheibe klopfen und wir so gelangweilt sind, dass wir unser eigenes Erbrochenes nochmal und nochmal essen. Und das nennt man dann artgerechte Haltung in Zoos. Aber dafür werden die Tiere ja bestens medizinisch versorgt, nämlich so hier. Die Haltung im Zoo stresse Wildtiere so sehr, dass sie sogar Psychopharmaka bekommen müssen. Indizien dafür sieht der Psychologe in den Pupillen von Schimpansen, die er in Zoos fotografiert hat. Damit die armen kleinen Kinder in den Zoos keine aggressiven und verhaltensgestörte Tiere sehen müssen, weil sie ja sonst nichts lernen, bekommen zum Beispiel Schimpansen Antidepressiva oder Beruhigungsmittel verabreicht und das oft über einen längeren Zeitraum, sodass die Tiere früher oder später abhängig davon werden. Und wie gesagt, wir teilen sehr, sehr viel Erbgut mit diesen Tieren, die in Zoos unter Drogen gesetzt werden und die teilweise an Überdosis sterben, nur damit Familien in den Zoos ein schönes Wochenende haben. Aber selbst wenn wir mal Erholung, Bildung und Forschung in Zoos mal völlig ausblenden, es wird nicht besser. Denn ihr erinnert euch vielleicht. Zoos haben sich zu modernen Naturschutzzentren entwickelt. Naturschutzzentren, das klingt ja schon mal gut. Und außerdem können Zoos etwas, das kein anderer als sie kann. Okay, schlechte Currywurst verkaufen die Schwimmbäder auch, aber es ist etwas anderes. Die Tiere zuerst mal in Menschenhand zu nehmen, sie zu erhalten, sie zu züchten und den Nachwuchs als potenzielle Auswilderungstiere wieder in ihrem natürlichen Habitat auszuführen, das können gar keine anderen als Zoos. Nur Zoos können Tiere vom Aussterben retten. Die vierte Aufgabe der Zoos ist Artenschutz. Und das haben sich die modernen Zoos voll auf die Fahne geschrieben. Wir haben also über 30 Arten, die Hälfte davon bedroht und die Hälfte davon haben wir auch dann schon erfolgreich bei uns nachgezogen. Hier haben Zoos eine Chance, zu modernen Archen zu werden. Das heißt, Zoos können also zu modernen Archen werden und bedrohte Bestände nachzüchten und wieder auswildern. Doch wie eigentlich alles in diesem Video hat auch diese Sache einen entscheidenden Haken. Denn gerade mal 20-25% der in Zoos gehaltenen Tierarten sind tatsächlich auch bedrohte Arten. Außerdem leben die meisten Tiere schon ihr ganzes Leben in Gefangenschaft, wodurch sie nicht ausgewildert werden können, weil sie auch diese Verhaltensstörung aufweisen. Diese Tiere würden also in ihrem eigenen Lebensraum nicht klarkommen, was völlig krank ist. Und es bringt den Löwen in der echten Savanne rein artenschutztechnisch absolut gar nichts, dass 3 neue Löwenwelpen im Zoo Neuwied geboren sind. Doch irgendwann muss der Tiger doch auch ins Zoogehege gelangt sein. Und auf einer Website des Bundesamts für Naturschutz steht
folgende. Vor 100 Jahren wurden Tiere noch in freier Wildbahn gefangen. Heute ist das schon lange nicht mehr so. Seit 2005 haben die deutschen Zoos 1900 Tiere nach Deutschland eingeführt. Davon waren 800 aus der Wildnis gefangen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Tierarten in ihren eigentlichen Lebensräumen bedroht sind. Okay, Umweltzerstörung und Klimawandel spielt da auch noch mit rein. Aber trotzdem stellen sich Zoos dann hin, dass man diese Arten schützen muss, obwohl sie auch Teil des Problems sind. Was ist das bitte für ein absurdes System? Doch die moderne Arche Zoo behält auch ziemlich viel für sich selbst. In 15 Jahren wurden 2500 Tiere aus Deutschland exportiert. Davon wurden allerdings nur 6% ausgewildert. Die restlichen 94% gingen einfach in andere Zoos ins Ausland. Dabei könnten Zoos wirklich helfen, gefährdete Arten zu retten, indem sie sie eben vermehren und dann wieder auswildern. Berühmte Beispiele für eine erfolgreiche Rettung sind da der Wisent oder der Uhu. Doch bei der Erfüllung dieser Aufgabe müssten Zoos quasi aufhören, Zoos zu sein. Denn für Artenschutz braucht es keine Millionen Besucher, die Tiere unnötig stressen. Außerdem muss das Ganze in großen Gehegen passieren, in denen die Tiere eben wirklich artgerecht und ihrem Verhalten entsprechend gehalten werden. Und das geht eben nicht in Berlin-Mitte. Außerdem muss Artenschutz vor Ort stattfinden und nicht tausende Kilometer weit weg vom eigentlichen Problem. Dann könnten Zoos tatsächlich zum erfolgreichen Artenschutz beitragen, aber in ihrer jetzigen Form nicht. Fazit. Liebe Städte und liebe Gemeinden, die zig Millionen für die Zoos sind es aktuell einfach nicht wert. Sie wären in Naturschutz- und Artenschutzprojekten vor Ort viel besser aufgehoben. Ich finde, Zoos sind heute absolut nicht mehr zeitgemäß und es wäre heute beim Gottes Willen nicht an der Zeit, sie zu erfinden. Es ist eher Zeit, umzudenken. Einfach weg von wilden Tieren in Gefangenschaft unter Drogen, keiner Bildung und Artenschutzlügen. Denn Zoos sind einzig und alleine für das Vergnügen der Menschen da und nicht für die Tiere. Wenn ihr die ganze Thematik noch etwas detaillierter erklärt haben wollt oder ihr euch generell für Tiere in Freiheit interessiert, dann würde ich euch empfehlen, mal bei Robert Mark Lehmann vorbeizuschauen, der mich auch zu diesem Video hier mit inspiriert hat. Er als Meeresbiologe kann euch da doch mal deutlich mehr erzählen, als ich, jemand, der Biologie halt abgewählt hat. Allerdings würde ich mich auch freuen, wenn ihr diesen Kanal hier erhalten bleibt und mich unterstützt, indem ihr den Kanal hier abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst, denn in denen steckt sehr viel Arbeit drin. Natürlich interessiert mich auch eure Meinung zu Zoos unten in den Kommentaren, also schreibt sie dort gerne sachlich rein und schreibt mir auch gerne, ob ich euch überzeugen konnte, nicht mehr in Zoos zu gehen oder eben nicht. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Peace.